zwei machen wir noch ganz deppert. Und stinken tut es. Richtig nach Schweiß. Das sind ja richtige Schweine geworden. Sabrina, Jakob, kommt sofort hierher. Jetzt reicht's mir aber. Bin ich für euch nur mal Luft oder was? Her mit den Dingern und jetzt räumt sofort euer Zimmer auf. Was soll das? Ich hätte was auf der Level drauf. Du bist jetzt unfair. Unfair? Das ist ja wohl die Höhe. Mein lieber Sohn, pass auf, was du sagst. Pass auf, du reißt mir fast die Ohren an. Und wollt bitte nicht mein MP3-Player kaputt. Ich muss unbedingt noch meinen Down üben. Dann wird schon nichts passieren. Du wirst höchstens taub von der ganzen Bum, Bum, Bum. Das ist ja keine richtige Musik mehr. Hier habt ihr ein paar tolle Bücher. Die regen eure Fantasie an. Es müsst ja nicht immer die blöden Fernsehs- und Computerspiele sein. Sag mal, die ist ja heute wieder drauf. Wenn sie so will, dann geh ich halt ohne Waschen ins Bett. Außerdem zieh ich mich nicht mehr um. Dann stink ich und sag all, dass meine Mutter dran schuld ist. Das ist ja wohl gar nichts Neues. Du waschst dich eh nur jeden zweiten Tag. Und deine Geruch, denn auch keine Bitches unter Tausenden aussehen. Da redet die Richtige. Dein Parfum stinkt kilometerweit. Ich lass mich doch in Ruhe, du blöde Hammel. Das Buch kenn ich, glaub ich, halt. Der gestiefelte Kater. Das ist doch der komische Typ vom Film Schreck. Also mir ist es egal. Ich finde Bücher zu kindisch. Ich lese sicher keins davon. Ich auch nicht. Weg damit. So. Unglaublich, einfach unglaublich. Ich bin so enttäuscht, dass sogar Mädchen keine Märchen mehr kennen. Dabei gibt es so schöne Prinzessinnen und Liebesgeschichten. Wenn das so weitergeht, dann werden alle Märchen und Fantasiegeschichten von den Menschen vergessen. Und wir müssen sterben. Siegt der Supermare, was ihr mit eurer Computerwelt angerichtet habt. Für uns interessiert sich fast kein Kind mehr. In eurer Welt brauchen die Kinder einfach keine Fantasie. Also jetzt hört einmal auf. So schlimm ist es auch wieder. Die Kinder müssen in unserer Welt denken und überlegen, was sie im nächsten Leben machen müssen. Du sagst es ja selber. Sie müssen denken und überlegen, was sie im nächsten Leben machen müssen. Fantasie braucht es dazu keine. Bei uns ist es anders. Da kann so viel passieren. Bei euch geht es ja nur darum, wer besser, wer schneller und wer zerstören kann. Bei uns geht es um Liebe und um Träume und um Zusammenhalt. Weißt du bloß nicht, als ob es in deiner Welt kann. Doch schon, bei uns kämpfen die Guten gegen die Bösen. Aber zum Schluss gewinnen immer die Guten. Wenn man bei euch einmal nicht aufpasst, steht nur Game Over. Viele Kinder haben keine Fantasie mehr. Super, Martin, wir brauchen der Hilfe. Auf die werden die Kinder her. Okay, okay. Ich werde euch helfen. Fantasie braucht man in Zukunft noch. Sonst wird es ja keine Computerspiele mehr geben. Eben. Am besten wir nehmen die beiden mit in unser Zauberwald und zeigen ihnen, wie ernst die Lage ist. Ich hab noch etwas Zauber. Hallo, ist da jemand?
Guten Morgen, meine Lieben. Wie sehe ich seit der Woche? Ich bin Frau Holle. Frau wer? Haben Sie uns hierher gebracht? Und warum? Was unsere Mutter davon? Haben Sie uns entführt? Wir wollen sofort wieder zurück nach Hause. Es ist ruf in die Polizei. Alles mit der Ruhe, mein Junge. Ich bin Frau Holle, aber mir scheint, du weißt nicht, wer ich bin, oder? Na, keine Ahnung. Ich habe meine Nachbarin gehabt, die hat die Frau Hafer geheißen. Aber die hat nicht so ein komisches Kostüm getragen wie sie. Was wollen sie von uns? Ihr seid in der Märchenwelt. Ach, jedes Mal, wenn ich im großen Bett der alten Königin liege, dann kann ich die ganze Nacht nicht schlafen und habe am nächsten Tag lauter blaue Flecken. Seit ein paar Tagen gehen die Flecken gar nicht mehr weg. Und es wird immer schlimmer. Mir tut schon alles so weh. Dann tausch doch einfach die Matratzen aus oder, oder kauf dir ein neues Bett. Ihr wisst, wo nicht weg. Aber habt ihr einen Zauberspiegel? Mein Spiegel, der spricht schon seit Tagen nicht mehr mit mir. Ein Spiegel, der sprechen kann. Na brav. Was sagt denn so? Werte Frau, haben Sie aber heute wieder viele Falten. Wo haben Sie denn her? Wo haben Sie denn gekauft? Beim Mediamarkt oder beim Hof? Du dumme kleine Göre. Ich weiß zwar nicht, wovon du sprichst, aber wenn mein Zauberspiegel funktionieren würde, dann würde ich dich jetzt sofort verzaubern. Ich möchte doch nur wissen, wo das Schneewittchen ist. Also wenn du dein Schnittchen suchst, dann kauf dir einen Laptop und gib's in Google ein. Du findest dein Schnittchen bestimmt. Mein Stift doch da. Ich bin der Bar. Der Junge, der niemals erwachsen werden will. Kennt ihr mich denn nicht? Na, nie von dir gehört. Die welchen Gästen? Was da du in Böfenbrunn? Schule? Wohnen? Mein Gott, Kinder, habt ihr wohl keine Ahnung, was ich schon alles erlebt habe. Mit meiner Freundin Wendy habe ich die andauerlichsten Geschichten erlebt und gegen den schrecklichen Kettenhook gekämpft und schon viele Kinder aus schrecklichen Lagen gerettet. Du bist ja großartig und wahrscheinlich helfen dir Tausende von Ritter, Zauberer und Hexen, gell? Aber bitte, meine lieben Kinder, mein Tischlein deckt euch den schönsten Mittagstisch, den ich je gesehen habe. Mit allen Leckereien, die man sich nur vorstellen kann. Also aufgepasst. Tischlein, deck dich. Und was genau soll jetzt passieren? Glauben Sie wirklich, der Tisch deckt sich von allein? Da wirst du schon Pizza-Service aufholen. Bald wird auch das Lachen vergehen, wenn ich mal richtig zugebissen habe. Du Jakob, ich hab Angst. Der Wolf kann ja sprechen. Ob das nur ein Hobby? Ich bin ein echter. Schon seit Tagen kann ich nicht mehr richtig sprechen. Ich weiß, dass das los ist. Wenn das so weitergeht, so steht noch ein Ende des Rotkäppchen gar nicht mehr. Rotkäpp, was? Was ist denn das schon wieder? Also in einer Welt geht's richtig, Punzu. Du kennst unser Rotkäppchen nicht? Du kennst unser Rotkäppchen nicht? Da bist du überhaupt, du kleiner Nichtsnutz. Dann weißt du es jetzt von der Großmutter, oder? Von welcher Großmutter sprichst du? Mein Bustioma, der lebt in Graz. Wir sagen immer Bustioma, weil sie so viel raucht. Hör auf, Wolf. Das meinst du nicht im Ernst. Das ist ja schon die Oma so schwer. Schau an, schau an. Aladdin von tausend und einer Nacht. Wolf, mein Genie wird dir schon noch das Lachen verwehren. Komm, Genie, komm mal raus und hilf mir. Mein Genie, ach, mein Genie hat seit ein paar Tagen seinen Zauber verloren. Hör auf, hör auf. Du bist die Schüssel, seine Zähne fallen der eh schon bald raus. Vor dem brauchst du wirklich keine Angst mehr haben. Ja, ich lasse euch erst wieder gehen, wenn ihr wisst, wie ich heiße. Na, dann gib uns wenigstens einen Tipp. Okay, okay. Ich kann Stroh zu Gold spielen. Sabrina, hast du dein Handy dabei? Steig ins Internet und gib ein, ein giftiger Zwerg macht Stroh zu Gold. Dann sind wir.
nichts mehr. Ich weiß heute nichts. Super Mario, du bist auch doch endlich mal wer, mit dem man normal reden kann. Meine lieben Leute, was ihr auf jetzt, das ist voll gemein. Ihr versteht überhaupt nichts, was Frau Holle gesagt hat. Ihr versteht überhaupt nicht, wie arm die Märchenfiguren der Schule sind. Aber Super Mario, warum schimpfst du jetzt mit uns? Ihr macht euch über alle Märchenfiguren lustig, obwohl ihr keinen davon kennt. Frau Holle hat euch drüber lustig gemacht. Selbst vom bösen Wolf habt ihr keine Angst. Ich kenn's keine einzige Märchenfigur. Dabei haben wir euch heute gleich 7 Märchenfiguren vorgestellt. Schämt euch. Jakob, Sabrina, wenn ihr keine Bücher lest, dann werden alle Märchenfiguren sterben. Die Menschen werden bald keine Fantasie mehr haben. Dann wird der Tag immer ärmer und fader. Und irgendwann wird er keine mehr Geschichten erfinden. Und er keine Computerspiele. Ja, da schaut's. An meinem Computer wird es in Gefahr. Das wollten wir nicht. Das darf ein Fahnenvolk sehen. Ja, wir können euch helfen. Na, endlich habt ihr verstanden, worum es geht. Sag Super Mario, wie können wir helfen? Lasst euch alles sich spüren, lest Bücher und entscheidet selbst, was mit uns geschehen soll. Wir bringen euch jetzt wieder zurück in euer Zimmer. Es liegt in eurer Hand, ob ihr alle sterben oder weiter in einer eurer Fantasie leben können. Jo, aber wie? Na sowas. Du Jakob, du glaubst nicht, was ich jetzt dran hab. Also sowas hast du auch noch nicht erlebt. Jetzt schon bloß, du bist da was von Märchen dran. Ja, von Frau Holle. Und bei der Bahn? An alten Königin. An sprechenden Wolf. Aladdin. War zufällig Super Mario auch dabei? Ja, genau. Soll das heißen, wir haben das alles gesagt, dass seine Computerspiele nicht mehr funktionieren, wenn wir nicht helfen, oder? Das werden wir gleich sehen. Du Sabrina, du tust nichts. Super, war das jetzt alles Wirklichkeit? Ja, aber was müssen wir jetzt machen? Lesen? Dann lese ich mal eins. Aber das war's danach. Ja, aber wehe, wenn der Nintendo dann nicht funktioniert. Was? Jetzt habt ihr noch immer nicht euer Zimmer aufgeräumt? Könnt ihr nicht wenigstens das Fenster aufmachen, dass frische Luft hereinkommt? Na, was sehe ich denn da? Meine zwei Lieblinge lesen Märchenbücher. Und, wie gefallen euch die Bücher? Hallo, ich rede mit euch. Na, das ist ja mal was ganz was Neues. Die lesen voller Begeisterung, so, dass sie mich gar nicht bemerken. Na, dann lasse ich sie mal in Ruhe weiterlesen. Du Jakob, das arme Schneewittchen. Diese blöde Königin will sie töten lassen. Aber zum Glück hilft der Jäger. Du, Jakob, sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Sei still! Mit der Bahn kämpft gerade gegen Captain Hook und ich muss unbedingt noch wissen, ob er es schafft. Ja, glaubst du, ich lass mein Schneewittchen allein? Irgendwas kommt jetzt schon mit den Zwergen. Bin schon gespannt. Super Mario, ich glaube, wir haben es tatsächlich geschafft. Genau, Frau Holle, wir haben es geschafft. Super, also ich glaube, dass unsere Kinder die Märchen mal gerettet haben. Ja, ich glaube schon. Und ich hoffe, dass noch viel mehr Kinder Märchen und andere Geschichten lesen werden, dann werden auch meine Computerspiele noch viel, viel besser.